Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed. Ich bin der Baume und wo wohnen Katzen am liebsten? Wo wohnen Katzen am liebsten? In einem Mietshaus. Irgendwie hat gerade jemand was von Flachwitzen im Chat geschrieben, das hat mich provoziert. Ich musste mich wehren. Das war der Erstbeste, der mir einfiel. Komm mal her, du hübscher Kerl, du schöner Kerl, mit Anlauf von hinten! Das hätte ich nicht sagen dürfen. Da ist er. Komm mal noch näher, noch näher. Oh Gott, ey, wann hast, wie hast du... Ja, ja. Da, da. Kamehameha, das bringt's einfach gar nicht. Guck mal, wenn der jetzt zuhaut, ich box ihn mal. Selbst das verschafft mir nicht genug, was auch immer wir dafür einen Move gelernt haben. Der klappt wirklich nur im Trainingskampf. Im echten Kampf ist dieses Sandwerfen zu nichts zu gebrauchen. So schade. Eigentlich ein geiles Ding, zumal man dabei Kamehameha rufen kann und dann bringt es einem so gar nichts. Ich finde das so schade. Ich würde den so gern mal benutzen, aber er braucht halt so lange. Er braucht halt viel zu lange. Da kann ich dann die Leute auch einfach boxen. Wenn es mehrere Leute auch beeinflussen würde, und ich glaube, das tut's. Es ist halt so praktisch, die Leute kurz zu blenden im Kampf. Ich meine, was willst du mehr? Aber da mache ich doch lieber irgendwie sowas. Wo ist der langgerannt? Da ist er. Packt ihn. Warte mal kurz. Das wollte ich probieren. Getroffen. Du bist vergiftet, Mann. Du fällst gleich um. Das juckt ihn gar nicht. Wie wär's mit Kontern? Tödlicher Konter? Gut. Okay, also vergiftete Klinge bringt im Kampf gar nichts. Es mutiert bei Angriff zur völlig normalen Klinge. Auch gut zu wissen. Ich dachte, die wären dann irgendwie sowas wie, die wären dann toll und fangen an umherzutollen und fuchteln mit den Armen, so wie der Sänger. Nächstes Mal hau ich in die Spalte. Naja, Trollen, die Sache ist die, wenn mir jemand wispert, ich weiß nie, ob ich drauf antworten soll oder nicht. Weil es halt irgendwie, Wispern ist irgendwie geheim. Und man stellt keine Fragen beim Wispern. Auch wenn andere mich anwispern. Ich hätte schon mal gesagt, dass ich das einfach nicht beantworten werde. Dann schickt lieber eine PN. Aber haut's doch einfach in den Chat, wenn was ist. Ich weiß nie, wie ich mit Wispern umgehen soll. Warum wispert ihr mich denn an, wenn ich denn antworten soll? Weiß doch keiner, worum es geht. Das ist voll komisch. Ich antworte nicht mehr auf Wispers ab jetzt. Scheiße, ich habe vergessen, den Timer zu starten. Da ziehen wir mal. Grabkammer finden. Sind wir schon da? Nee. Das wäre ja auch ein Ding. Wäre viel zu schnell gegangen. Hä? Warte mal, wozu ist denn der Hebel? Was ist denn hier hinten? Hier muss doch was sein. Hier ist ja gar nichts. Dann gucke ich jetzt, was der Hebel macht. Damit es nicht untergeht. Kann ich hier nicht einfach hoch? Ja, aber das schiebt sich doch genauso oben raus wie das rot markierte Trollen. Ja, das kann ich knicken, muss nochmal neu starten. Das schaffe ich in der Zeit nicht, genau. Ich glaube, ich setze einfach alle auf die Ignorieren-Liste und lass nur den Bot mich weiter anwispern. Ach so! Siehst du, kann ich eigentlich wieder komplett neu starten. Das schaffe ich doch nicht mehr. Oh Gott, nein! Oh, warum muss das denn auf Zeit sein? Hä, wo soll ich denn von hier aus lang? Ach, dann da hoch? Das geht ja gar nicht. Hä? Okay. Ich bin zu verkalkt für sowas. So, darüber. Hier hoch. Dann. Und dann? Ach so, und dann springen. Oh Gott, da lang und dann darüber. Okay, probieren wir das mal.
Oh, die Kamera. Boah, finde ich das doof, wenn ich die nicht drehen kann. Ah. Nein! Scheiße. Boah. Komm, mach einfach, drück einfach. Mach. Ne? Ist hier ein Schalter? Oh, die Kamera! Ich hasse solche Kameraperspektiven. Geh doch mal hinter den... Boah! Ich will bitte die Kontrolle über meine Kamera selbst haben. Oh, nein! Fucking shit! Oh, Gott sei Dank! Nein! Oh! Oh, fuck! Kann ich das... Diese fixierten Kameras, die machen mich total fuchsig. Wenn ich jetzt hier rumkletter, ist das alles kein Problem. Da kann ich die drehen. So, dann renne ich hier rüber. So, dann drehe ich die hier hin. Und dann weiß ich genau, wie ich den... Aber die dreht sich ständig von alleine, wenn ich hier langlaufe. Und dann hängt die irgendwo in der Ecke und ich krieg die da nicht raus. Dann wackelt die nur so ganz... Ah, ich hasse sowas. Wer hat sich sowas ausgedacht? Hier, da wird mir kotzübel bei. Ich arbeite halt sehr viel mit dem Blickwinkel und mit dem rechten Stick. Nein, oh, fuck. Spring da einfach rüber. Oh. Und hier ist niemand, den ich jetzt umbringen kann. Ich will gerade jetzt irgendwie wen umbringen, ey. Ich hasse solche Kameraeinstellungen. Ich weiß nicht, wer sich das ausdenkt. Und wieder mein Appell, wenn ihr Computerspiele programmiert, lasst es, lasst es. Ihr denkt, ihr helft dem Spieler damit, indem ihr ihnen Sachen zeigt. Nein, lasst es. Lasst ihn die Dinger selber entdecken, wo er lang geht. Lasst ihn den Weg suchen, aber bitte lasst dem Spieler die Kontrolle darüber, wo er hinschaut. Das ist das Allernatürlichste auf der ganzen Welt, dass du selber bestimmst, was du anguckst. Es ist, als ob jemand kommen, deinen Kopf packt und irgendwo hindreht. Dem würde ich auch am liebsten eine klatschen. Oh. So, ich muss jetzt irgendwie eine Wache umhauen. Hui. Endlich. Das wundert keinen. Oh, da kommt ein Mann aus dem Gully. Ja, genau. Einmal übers ganze Hemd. Sehr geil. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Wollen wir mal gucken, ne? Erstmal alles reparieren, sehr gut. Das erinnert mich an Darksiders mit dem Schalterrätsel Rage. Welches Schalterrätsel? Erinnere mich nicht. Es reicht schon zu hören, dass ich da geraged habe. Ich will es gar nicht wissen. Neue Rüstung? Gibt es was Neues? Ich mag neue Rüstung, aber... Oh, was seid ihr für Schmiede, bitte, wenn ihr alle das Gleiche macht? Warum sollte ich denn überhaupt bei... Nein, ich empfehle dich gar nicht. Du machst genau den gleichen Plunder wie der Typ bei mir in der Stadt. Das ist doch... Ist doch nichts Besonderes. Wieso sollte ich dich da empfehlen? Freunde, wöchentlicher Aderlass ist Teil eines gesunden und balancierten Lebens. Klingt sehr lockend. Ich glaube, ich brauche ein paar... Ein Medikit hätte ich gern. Schalterrätsel? Haha, ihr seht schon stärker aus. Ja, Dr. Pepe, aber andere kannten diesen Weg. Es ist halt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich was verstecke. Abscheuungswürdiger, zieh Leine! Oh, ah, kuscheln, kuscheln, das ist einer mit dem... Nein, nicht mit der, oh nein, du hast mit dem falschen Mann gekuschelt. Kuschel nicht mit den Leuten in Grün. Komm her, Mann! Dankeschön! Super! Hui!
Beine in die Hand. Bewegung, Tempo, ich verliere ihn. Reitern sind ein akzeptabler Weg, um auf Dächer zu gelangen. Hui. Ist irgendwo ein Aussichtsturm in der Nähe? Ich glaube, wir haben sie abgehangen. Ja. Flink wie ein Furz, der meiner Hose entweicht. Aussichtsturm hätte ich gerne irgendwo. Das da sieht sehr nach Aussichtsturm aus. Hui, nein, nein, festhalten, festhalten. Oh, sehr gut mitgedacht, Ezio, sehr gut mitgedacht. Ja, das war der halbe Lebensbalken wert. Na, na, 500 Rattaten, uiuiui, 500 Facebook-Dollar. Kann mal jemand gucken, was der Knieder da geschrieben hat? Reisende! Banditen wurden an der Kreuzung nach Bologna gesichtet! Bologna! So, oh ja, ein Zettel. Den nehme ich mal mit. Yeah, noch eine Truhe. Was waren das für Geräusche? Schießt jemand mit Pfeilen nach mir? Oder sind das Fliegen? Gibt es hier auch wieder so eine Seuchenstadt? Das war im ersten Teil schon irgendwie so, boah, wo die ganzen Kranken und Wahnsinnigen rumrennen. Abgehangen wie ein gutes Steak. Da ist noch eine Truhe. Lass mich gerade so ablenken. Hallo. Da ist das Türmchen, alles klar. Hopp, die hopp. Und mit Schmackes. Hüpp, 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 hüpp. Sauber. So. Aber finde ich ja interessant, dass man die Assassinengräber auch sieht, ohne das Gebiet vorher erkundet zu haben. Das haben wir ja jetzt schon von Anfang an sehen können. Auch wenn wir noch auf keinem einzigen Türmchen waren und da hinten ist was versteckt. Ein Zettel, den hätte ich gerne. Ups, eine Verbesserung vielleicht. Wenn ihr ein oder zwei Meertrüppchen kauft, gebe ich ein Fresko für eine Kapelle dazu. Ein Fresko? Ne, Fresko hat er natürlich gesagt. Wumsig! Meins? Sieht man. Mal, es ist ja doch für was gut. Dass er hier drin nicht rennt, finde ich so ein Quatsch. Oh Gott. Aber beim Rausgehen erwischen sie einen immer. Hui. Ey, Kamera. Dankeschön, Dankeschön. Ich sehe halt irgendwie wahnsinnig gerne, wo ich hinrenne. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Nenn's Neugier. Oh, ich geh mal hier rein. Das sieht toll aus. Eine Burg. Eine Burg zum Verstecken. Hui. Ein Glück wird jetzt nicht mehr die gesamte Stadt alarmiert, sobald man mal ein paar Wachen... Ach, die finden mich hier nicht. Nee, hier kennt mich keiner. Okay, ein Truppenübungsplatz. Interessant. Was war denn das? Nöp. Ist hier auf der anderen Seite zufällig auch noch was versteckt, so wegen Synchronität und so? Nee. Dann gehen wir mal zur Hauptquest. Die Seite haben wir. Wollt ihr sonst noch was? Hui! Nein, 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 nein! Oh Gott sei Dank! Ich dachte schon, der will jetzt echt an Land springen. Ich hätte auch nicht mal gedacht, dass der so weit kommt. Oh, ein Glück haben die hier überall diese Dinger hingehangen. Ja.
kann uns eigentlich auch die Luft ausgehen? Oh, guck mal, hier können wir durch. Kommen wir dann nach draußen? Ja, da will ich aber nicht hin. Und da war gerade noch eine Seite, alles klar. Ich weiß auf jeden Fall, wir haben noch ein paar übersehen. Den Gnieder sollte man lieber bannen, wegen Beleidigung. Naja, der hat ja jetzt aufgehört zu schreiben. Der kam an, hat irgendwas auf Russisch erzählt und ist dann wieder gegangen, weil nachdem niemand was gesagt hat. Wahrscheinlich ist er gar nicht mehr im Chat. So, ich habe immer noch das Rauchzeugs ausgedreht. Das ist ja irgendwie komisch. Lieber mit Fäusten. Hier ist noch ein Brief, den nehme ich noch mit. Und dann gehen wir mal langsam. Nee, nicht der Brief, den Zettel. Die Briefe sind mir ehrlich gesagt ein bisschen wurscht. Ohohoho. Ah, okay. Alles klar, Koala. Ich hätte wirklich Russisch lernen sollen in der Schule. Das hätte mir wesentlich weiter geholfen in meinem Leben als Französisch. Ich bereue es ein wenig. Ich habe aber auch keinen Bock, jetzt nochmal damit anzufangen. Hier geht's nicht rein. Nein. Dann vielleicht auf der anderen Seite? Oh Gott. Jawohl, ja. Den schaffe ich nur auch noch. Und du kriegst mal meinen Dolch. Ist das der Dolch? Hep, 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 hep. Was machst du denn hier? Oh Gott, was? Zu zweit? Ihr seid aber auch mies. Ich weiß nicht, was ich da sage, aber es ist bestimmt gemein. Hep. Oh Gott. Hussa. Haut euch nicht gegenseitig, Jungs. Oh Gott. Ist da was? Wir spielen mal mit den großen Waffen. So. Oh Gott, oh Gott. Jawoll, so stelle ich mir das vor. Na komm, einen lasse ich dir noch. So, und jetzt wird's ernst. Mit Ansage ist das schön. So ist es mir am liebsten. So, jetzt ist zwar ein Viertel der Stadt hinter uns her, aber es ist halt nur ein Viertel. Und wir haben eine Codex-Seite. Du bist ein... Oh, warte mal, hier ist was in der Nähe. Hier. Warte mal, hier. Trotz der schönen Worte, nicht besser als die Tiere in der Wildnis. Schützt eure Familie. Bewacht alles, was euch am Herzen liegt. Hier ist noch so ein Hassprediger. Den könnte ich eventuell anheuern. Ich muss mal gucken. Wo hier ist irgendwo bei diesem Gebäude hier rechts von uns... Da ist ein Sprachfehler versteckt. Nee, ne. Ein Dingens. Kirchens hier. Da. Symbol. Symbol heißen die Dinger. Ein Symbol ist hier versteckt. Was ist das für ein Stadtteil? Da ist es. Da ist es. Ich hab's. Ich hab's gefunden. Ich darf's behalten. Gut gemacht. Warte. Einmal ausmachen. Einen Drink nehmen. Wieder anmachen. Ah ja, jetzt haben wir es. Jawohl. Sie waren fast alle Helden. Bis auf aber du. Siehst du, wie der Stamm unterbrochen ist? Das Netz der Geschichte fängt die Juden und Menschen stehlen, was ihnen nicht gehört. Die sind schön einfach. Hm.
Gut. Ah, haha. Hä? Warte mal. Jetzt bin ich officially verwirrt. Aber nicht verwirrt genug. Haha. Das war cool. Das hat mir gut gefallen. Das habe ich so gar nicht gecheckt am Anfang. Oh Gott. Ihr wollt mich doch mal alle. Okay. Oh Gott, die sind doch nicht so leicht. Wie rum gehörst du denn? Da. So, okay. Dann machen wir erstmal das so, wie sich das soll. Du drehst dich auch noch alleine. Ich muss erstmal irgendwie rausfinden, was das ist. So, der dreht sich auch alleine. Na, das kommt doch bestimmt irgendwie... Oh, warte. Hey, hier, die passen sogar. Dann kommt... Der dreht sich immer zweier zu weit. Aber den können wir ja trotzdem drehen, wenn er alleine ist, ne? Dann können wir das ja jetzt einfach korrigieren. Pff, das dient nur der Verwirrung. Easy. So, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Nee, 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 nee. Ah ja, du bist wieder einer von der lustigen Sorte, ich verstehe. Knirz, 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 dann dürfen wir dich wieder korrigieren. So, macht der hier irgendwas Ulkiges? Nö. Gut. Kaswing. Und noch ein Edensplitter. Und fertig. Wir haben es noch nicht geknackt. Okay. Muss ich eigentlich das auch lesen, was da rechts steht? Ich lese das gar nicht. Ich konzentriere mich nur aufs Bild. Wo ist denn... Hier vorne und hinten? Boah, das ist jetzt vor allen Dingen schickend, weil ich nicht weiß, warum Löffelstiel. Wer viel fragt, der weiß nicht viel. Ist das so richtig? Ist das... Nee. So, oder? Nein. Hä? Das sieht gut aus. Ich glaube, das können wir so... Oh ja, genau. Du drehst dich mit. Du arschiger Arsch. Dann passe ich dich hier einfach an. So passt du. Und so passt du... Ah, guck. Ach, das da in der Mitte ist ein kleiner Schniedel. Ich verstehe. Ah ja, du bist wieder so eine Trollscheibe. Das ist ja toll. Ui, Troll. Das haut hin? Nein. Das passt doch gar nicht. Das passt auch nicht. Das haut hin. So, dann machen wir den kleinen Schlawenzel hier wieder. Ach so, stimmt. Und der dreht sich ja auch mit. Ja, doll. Der dreht sich ja auch mit dem Scheißen. Dann müssen wir den hier auch anpacken. Lalalala, lalala. Wie kommst du denn da rein? Oder so. Jawohl. Dann machen wir dich. So, du bist da, dann. Jawohl, wir haben's. Baumel, streng dich doch mal an. Ja. Ja, Baumel, mach mal einen schwarzen Balken. Obacht! Das keins Mal! Das keins Mal? Und der Satan sprach zu Cain. Schwöre mir bei deiner Kehle und deinen Wolflingen, und wenn du es verrätst, wirst du sterben, meine ich doch. Und dies alles geschah im Geheimen. Und Cain sprach, ich bin wahrhaftig Mayhem, der Meister deines großen Geheimnisses. Darum wurde Cain Meister Mayhem genannt und rühmte sich seiner Schlechtigkeit. Cain, du schlechtes Stück. Schön. Und da unten haben wir Morsecode. Alles klar. Den kann ich bestimmt da eintippen. Und dann kriegen wir eine total verwirrende kurze Hubeldubel. 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 Hubeldubel.
Und alles insgesamt ist dann da bla bla bla. Okay. Können wir das noch irgendwie sortieren? Nee. Baumel, löst die mal bekifft. Das war ein Spaß. Das nächste Mal. Kane lebt im Tode. Es lebe Kane. Ja. Jawohl. Why not? Weil GDI scheiße ist. So viele Sidequests. Wollen wir die erst noch machen? Eigentlich sollten wir die mal noch machen. Hä? Komm, wir machen die noch. Aber die machen wir dann erst, nachdem wir auf diesem Kopf gelandet sind. Boing. Oh, ganz knapp verfehlt den Kopf. Gut, dann machen wir das eben in der nächsten Folge, in der ich dann hoffentlich nicht mehr asynchron bin. Warte mal, das kann ich so, dann mach ich so. Ja, genau. Hui. Ich kenne einen Trick. Na dann, vielen lieben Dank fürs Einschalten, ihr YouTuber. Wir machen jetzt einen Cut für euch. Machen wir danach noch eine Folge? Ich würde sagen, eine Folge machen wir noch. Eine machen wir noch. Und dann ist Feierabend. Dann ist Feierabend. Ja, dann ist auch auf Twitch Feierabend. Jutti, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich mache jetzt noch ein paar Sidequests, weil Sidequests sind super. Hey, und hoffentlich finden wir Da Vinci hier irgendwo. Ach nee, das ist ja gar nicht Venedig, hä? Da Vinci wollte nach Venedig und jetzt sind wir hier. Wo sind wir eigentlich gerade? Kopfaue. Es ist zu wenig Wasser für Venedig irgendwie. Na dann, bis zur nächsten Folge. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen und reingehauen. Tschüssikowski.